Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog und zwar um die Seite 25, Belüften von Kühlgeräten. Wir haben verschiedene Kühlgeräte, ob das hier eine Kompressorkühlbox ist oder ein Kühlaggregat oder halt ein Kühlschrank und die müssen belüftet werden. Ein Kühlsystem oder eine Kühlbox kann nicht kühlen, sondern die kann nur Wärme entziehen. Das heißt, bei zum Beispiel solch einer Kühlbox hier, da wird es innen drin wird's kalt. Wenn wir richtig gehen, wird es hier drin eigentlich nur weniger warm. Und die Abwärme, das Kühlsystem, ist ein Wärmeabtransportsystem oder eine Wärmepumpe. Das heißt, wir pumpen die Wärme von hier drin nach draußen. Das heißt, hier drin wird es dann weniger warm. Für uns es ist dann kühler. Aber diese Wärme, die wird hier beim Kühlaggregat in der Regel abgegeben. Was ist Kälte? Kälte ist Abwesenheit von Wärme. Und Wärme ist eine Energieform. Das ist eine molekularische Schwingungsenergie. Und je mehr ein Stoff schwingt, desto wärmer ist er. Und hier drin ist es einfach weniger warm. Das Rest lassen wir für dieses Video. Wir haben hier drin den Kompressor. Wir haben auch hier drin einen kleinen Ventilator. Bei dieser Box zum Beispiel hat es einen Ventilator drin, der bläst der saugt hier an, bläst die Wärme durch den Wärmetauscher und dann hier wieder raus. Wichtig ist, dass der hier Platz hat zum Ansaugen und auf der anderen Seite zum Ausblasen. Wenn wir das hier so anschauen, das ist das Kühlaggregat, was eigentlich in der Box drin ist. Die Reihenfolge ist ein bisschen anders. Da kommt zuerst der Lüfter und dann kommt der Wärmetauscher. Hier umgekehrt, das spielt aber keine Rolle. Hier wird die Luft hier angesaugt und dann hier wieder ausgeblasen am Kompressor vorbei. Theoretisch müsste der Filter hier davor sein. Ist aber bautechnisch meistens nicht so, ist auch nicht so wichtig. Aber wichtig ist, die kälteste Luft, die ihr findet bei euch, die muss hier angesaugt werden. Das heißt, bei der Kühlbox wäre es dann hier auf der Seite. Und wenn ihr die Videos anschaut, die ich jetzt hochgeladen habe, bei den meisten habe ich erklärt, wo die Luft bei der Box angesaugt wird. Sind wir wieder hier beim Kühlaggregat, die Luft hier ansaugen, hier wegblasen. Wir haben zum Beispiel hier Mikrokühlaggregat. Das ist jetzt statisch ohne Lüfter, ohne Steuerung. Und hier können wir einen Lüfter reinsetzen. Das heißt, die Luft wird hier angesaugt und hier weggeblasen. Das ist ein sehr kleines Aggregat, das sehen wir hier im Verhältnis. Aber auch hier ist die Abwärme vom Kühlaggregat wichtig. Wenn ihr jetzt ein Boot habt, dann redet ihr einen von Wasserkühlung. Was ist ein Dampfabzugsschlauch von Dampfabzug von der Küche oder bei Toiletten, dass es weniger stinkt? Der hat jetzt 120 mm Durchmesser. Wenn ich den runterlege in die Bilge, also da, wo es am kühlsten ist im Boot, und ich montiere den hier nur mit zwei Kabelbinder hier oben, hier durch diese zwei Löcher, das hier so im Detail anbinden, unten auch. Wenn jetzt der Lüfter läuft, und der Lüfter läuft immer, wenn der Kompressor läuft, oder meistens bei Dampfers jetzt ist es so gesteuert, der Kompressor startet und 10 Sekunden später kommt der Lüfter.
aber in den 10 Sekunden ist hier auch noch keine Wärme aufgebaut. Und wenn das so vorne dran ist, zieht es wirklich die kalte Luft aus der Bilge hoch und bläst hier entlang. Beim Wohnmobil habe ich keine Bilge, da redet auch keiner vom von einer Wasserkühlung. Hier kann ich mit so einem Schlauch den rausleiten, zum Beispiel an Fahrzeugboden und dann die Luft hochziehen. Wenn natürlich das hier direkt der Fahrzeugboden ist, kann ich vor dem Aggregat hier ein Loch machen, etwa 120 x 120 mm, so groß wie das hier, oder ein rundes Loch, 120 mm Durchmesser, und dann hier mit Holz oder Kunststoff eine Abdeckung machen, dass die Luft wirklich von hier unten hochkommen muss und dann durch den Lüfter durch. Dann habe ich die kälteste Luft unterm Fahrzeug angesogen und blase es hier durch. Ja, jetzt kommen wir dir ein, ja, wenn ich dann auf der heißen Straße stehe, dann ist da die Luft direkt am wärmsten. Nur wenn ich ja auf der Straße stehe, läuft meistens der Motor und ich habe nicht so ein Argument, dass ich zu wenig Strom habe, dass ich den Stromverbrauch senken muss. Sobald ich aber irgendwo stehe, wird es unterm Fahrzeug kühl und da kann ich dann Luft ansaugen. Jetzt nützt das aber nichts. Alle guten Ratschläge, wenn ich hier die Luft ansauge oder hier mit dem hier die Luft ansauge und die Luft kann hier nirgends weg. Weil das ist keine Verdichtung von Luft zum Luftblas. Hier muss ich dann zum Beispiel hier hinten wieder runter oder irgendwo im Fahrzeug weg oder im Boot irgendwo muss die Luft, die ich hier hochsauge, und das sind ca. 1,2 Kubikmeter pro Stunde, wenn der Lüfter läuft. Also diese Luft muss irgendwo hin. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja gut, ich kann hier einen stärkeren Lüfter einbauen. Ja, wenn hier nichts kommt und hier nichts weggeht, kann ich auch keinen stärkeren Lüfter einbauen. Das hat natürlich auch Grenzen. Ich kann nicht einen Lüfter unendlich groß einbauen, weil da braucht er immer mehr Strom. Und die Einsparnis ist immer irgendwo zu Ende. Wir haben hier bei jeder Box, bei jedem Kühlschrank, da komme ich dazu, solch eine Filterpatrone. Die muss eigentlich Lufttemperatur haben, die ich hier ansauge. Wenn die natürlich spürbar wärmer wird, dann habe ich verloren. Verloren heißt, die Kühlmaschine läuft einfach immer länger, es wird dann das kalte Gas, also das Gas, was hier drin ist, oder die Flüssigkeit, in den Kühler eingespritzt. Wenn hier zum Beispiel 40 Grad herrschen, spritze ich 40 Grad Kältemittel in den Kühlschrank ein, oder in den Kühlraum, und da muss ich das zuerst mal runterkühlen. Und das braucht wieder Energie. Jetzt gehen wir zurück zum Schrank. Ich habe hier einen 42 Liter Kühlschrank. Das ist jetzt ein Kühlschrank ohne Eisfach. Ob ein Eisfach drin ist oder kein Eisfach drin ist, spielt jetzt in diesem Themenvideo keine große Rolle. Hier sitzt das Kühlaggregat oben drauf. Und hier habe ich eine 1,5 Meter lange Leitung. Jetzt kann ich natürlich dieses Kühlaggregat in den Schrank nebendran setzen. Aber auch da ist es wichtig, das Kühlaggregat zu belüften. Also ich kenne Erstausrüster, renommierte Wohnmobilhersteller, die setzen das Kühlaggregat in eine Holzkiste rein oder in einen Schrank rein und in diesem Schrank hat es keine Belüftung. Ja, das ist eine Frage der Zeit, bis der Schrank warm ist. Wenn es dann da 40 Grad warm ist in diesem Schrank oder 50 Grad, bei 70 Grad schaltet das Kühlaggregat aus. Das ist einfach ein Schutzmechanismus. Ja, aber bei diesen, das sind dann im Prinzip die Außentemperaturen. Die Außentemperatur am Kühlschrank ist diese Temperatur, die wir hier an diesem Filter haben. Die Luft, die wir hier ansaugen. Und wenn ich das in eine Kiste reinstelle, so frei, dann
nimmt die Luft hier durch, dreht und geht hier wieder rein. Ja, dann wird es erst mal 5 Grad erwärmt, beim ersten Mal rumblasen, beim zweiten Mal rumblasen nochmals 5 Grad und nochmals 5 Grad. Und jetzt können wir rechnen, 1200 Liter, das sind dann 1,2 Kubik, die dieser Lüfter bringt in der Stunde. Wenn wir so ein Häuschen haben mit 50 Liter Volumen ohne Kompressor, den können wir abziehen. In 3-4 Minuten ist die Luft umgeblasen und jedes Mal 5 Grad höher. Also könnt ihr zuschauen, wie hier, wenn ich keine Belüftung habe, die Temperatur in diesem Raum steigt. Ein Kühlsystem ist auch so, muss ich mir ein Kühlsystem suchen. Ich habe hier einen Karton gefunden. Und zwar habe ich einen Kompressor, der verdichtet nur. Und hier habe ich dann zum Beispiel so ein Kühlelement mit einem Lüfter drin. Und hier habe ich das Kapillarrohr. Nächstes Mal muss ich einen Filzstift besorgen, der ein bisschen schreibt. Und hier habe ich das Kühlelement. Und hier gehe ich wieder zurück. Und im Prinzip das hier, das ist unser Kühlschrank plus 5 Grad Celsius. Hier habe ich 5 Grad Celsius und hier beim Wärmetauscher habe ich von mir aus plus 4. Oder hier kommt dieser Filter noch, wo ich gesprochen habe, plus 40 Grad. Aber das Element hier hat nur eine Temperatur von minus 10 Grad. Das heißt, der Kühlschrank, also hier jetzt bei diesem Kühlschrank ohne Eisfach oder bei der Kühlbox, da habe ich auf dem Kältemittel, auf dem Wärmetauscher minus 10 Grad. Und dann muss ich eigentlich von minus 10 Grad auf plus 40 Grad die Wärme hochpumpen. Gleiche geht es auch bei Wärmepumpen. Genau dasselbe. Kühlsystem ist eine Wärmepumpe oder ein Wärmeabtransportsystem. Also muss ich hier für diese Kühlleistung 50 Grad die Wärme von unten hochschaufeln. Jetzt, wenn ich mit dieser Temperatur hier, ich nehme ein sehr großes Kühlelement und ich gehe auf 0 Grad beispielsweise. Und es ist auch nicht so warm und ich habe hier einen Wärmetauscher, dieser Filter, habe ich plus 30 Grad. Dann muss ich nur von plus 0 Grad oder 0 Grad auf plus 30 Grad hochschaufeln. Also heißt 30 Grad hochschaufeln oder das Kühlaggregat. Wenn ich nur 30 Grad hochschaufeln muss, dann ist das viel einfacher zum Schaufeln für das Kühlaggregat, um Kälte zu transportieren oder Wärme zu transportieren, wie wenn ich 50 Grad hochschaufeln muss. Wenn ich jetzt aber einen Tiefkühler habe oder ein Tiefkühlfach, dann muss ich von minus 25 Grad, muss ich vielleicht hochschaufeln und hier draußen ist das Ding wirklich eingepackt. Hier wichtig, der Kondensator muss regelmäßig gereinigt werden. Mal mit der Bürste oder dem Pinsel drüber fahren, dann habe ich da vielleicht 70 Grad. Können auch 80 Grad sein. Aber wenn ich dann, machen wir einen Schnitt, 75 Grad. Ich habe hier ein Kühlelement, ein Tiefkühler, minus 25 Grad. Und hier habe ich plus 75 Grad. Das heißt, ich habe eine Temperaturdifferenz von 100 Grad, wenn wir ehrlich sind, 100 Kelvin. Und dann muss ich das hochschaufeln, oder das Kühlaggregat. Dann brauche ich einfach viel mehr Leistung, als wenn ich nur 20, 30, 40 Grad habe. Und zwar ist das nicht linear, sondern exponentiell. Oder so. Und das braucht einfach immer mehr Strom.
Von dem her, wichtig ist, das Kühlaggregat zu belüften, eben mit so einem Schlauch zum Beispiel oder selber gebauter Kanal. Und wichtig ist, dieser Wärmetauscher mal reinigen. Da kommen bei mir Leute an mit dem Wohnmobil und sagen, haben Sie den Wärmetauscher schon mal gereinigt? Ich kann den gar nicht reinigen, weil der ist ja komplett eingeklebt, der Kühlschrank. Das heißt, ich habe eine Küchenzeile gekauft und habe die ist ja reingeklebt. Die kann man auch nicht rausnehmen. Ja, den Kühlschrank nicht rausnehmen. Ja, das ist reingeklebt. Mit PU-Schaum reingeklebt oder mit Zika reingeklebt. Ja, wenn der mit Zika reingeklebt ist, dann hat ihn in den letzten 10 Jahren keiner gereinigt. Und hier saugt es ja Luft an. Jetzt haben Sie noch einen Hund oder eine Katze oder eine Frau mit langen Haaren. Bei mir ist das nicht so tragisch, weil meine sind ja kurz. Und diese Haare, die saugt es hier irgendwann an. Die machen dann irgendwann diese Wärmetauscher zu. Auch bei der Box. Es gibt Leute, die haben so eine Box im Kofferraum vom Auto. Und wo liegt der Hund? Daneben. Dann kommt so eine Box zu uns und da ist so viel Hundehaar drauf. Da liegt dann der Hund in der Box und sagt der Kunde, ja, das denkt er auch. Aber wir verstehen das ein bisschen anders, weil dieser Wärmetauscher, der hier drin ist, der muss, ich sag mal, je nach Bedarf alle 2 Jahre mal rausgeblasen werden. Druckluft rausblasen oder eben, wenn man dazu kommt zu diesem Wärmetauscher, mit dem Pinsel hier so, nicht quer zu den Lamellen. Wenn ich zum Beispiel eben den Wärmetauscher hier habe, dann kann ich so eine Bürste nehmen, da kann ich so rauf und runter, längs zu den Lamellen, aber nicht so, weil dann sind sie ja dann flach. Und dann geht ja auch nichts mehr durch. Alles schon gesehen. 40 Jahre auf der Kälte, da seht ihr alles. Ja, das ist zum Belüften. Und dann kann man ja die Abwärme, wenn ihr zum Beispiel dieses Kühlaggregat in die Backskiste setzt, beim Boot oder in die Bilge, dann entsteht da unten eine Wärme. Und diese Wärme hilft zum Beispiel, die Bilge zu trocknen. Auch wenn da ein Luftzug ist, automatisch mit dem Kühlschrank von irgendwoher, ist das eine Belüftung. Das Müffeln auf dem Schiff ist dann weniger, weil ich eben eine Zuluft habe. Von der Bilge raus, hier und dann weg. Das gleiche gilt auch beim Wohnmobil. Wenn ich so einen Kühlschrank habe, mein Sauterkühlschrank weg hier, wenn ich den hier in den Schrank nebendran setze, von mir aus noch ein Tabla dazwischen oder eine Abdeckung, dann heize ich den ganzen Schrank auf. Wenn ich da Kleider habe und ich hänge mal vielleicht schon was Feuchteres rein, habe ich die Kleider immer ein bisschen vorgewärmt. Im Sommer spielt das nicht so eine Riesenrolle, im Winter heizt er nicht so viel, also ist eigentlich ein dummes Argument, aber wir haben eine Entfeuchtung von diesem Schrank. Und vor allem, man kann die Kleider rausnehmen und man sieht dann diesen Wärmetauscher hin. Obwohl die meisten Kühlschränke das Kühlaggregat ja hinten haben. Rausnehmen können, mal nachgucken, wenn es nach 2, 3, 4 Jahren, ob der hier verstopft ist. Sobald es wieder warm ist und der Kühlschrank nicht kommt, ist das das Hauptproblem. Dann komme ich nochmal zu diesem Schrank hier. Ja. Hier habe ich jetzt nur eine Zone. Ich habe einen Kühlschrank, aber sobald ich einen Tiefkühler dran habe, fahre ich hier automatisch mit der Tiefkühltemperatur. Dann kühle ich im Prinzip mit der Tiefkühlkältemittel oder Temperatur den Kühlschrank. Aus diesem Grund gibt es zum Beispiel separater Kühlschrank, also einen Kühlschrank ohne Eisfach wie hier und eine Kühlbox, ideale Kombination, oder halt auch einen Tiefkühlschrank und den Kühlschrank mit 2 separaten Maschinen. Das gibt es dann morgen im Video, da könnt ihr mir den Kanal abonnieren, dann seht ihr das, vielleicht wird es auch vorgeschlagen. Hier geht es nicht um den Einbau von Kühlaggregat, das kommt ein nächstes Video, irgendwann
den nächsten 2-3 Wochen. Und hier verlinke ich euch das Video über diese Kühlbox hier drüben und hier unten die Playlist über den Katalog. Und der geht dann morgen weiter mit der nächsten Seite, die Seite 26, und da geht es um Tiefkühlschränke. Richtig tiefkühl. Ich wünsche euch einen schönen Tag.